Beim zweiten Bier heute schaue ich einmal nach Bayern. Dort ist eine Brauerei zu Hause, die sich besonders einen Namen damit gemacht hat, kreative, hopfige Biere zu brauen. Welche Brauerei, welches Bier, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu zweiten Video heute am Silvesterabend. Und ich will euch gar nicht länger nerven, auch gar nicht vom Feiern abhalten. Ich muss ja selber noch ein bisschen schauen, dass ich was vom Essen und vom Feiern mitkriege. Aber das Imperial IPA von der Camber Bavaria, das soll das Jahr 2021 nicht mehr erleben, sondern wird jetzt aufgemacht ein hopfiges Bier. Wo ich sagen muss, da ist doch einiges drin. Columbus, Crystal, Citra und Amarillo sind die Hopfensorten, die hier drauf vermerkt sind. 77 Bittereinheiten finde ich ziemlich satt. Auch 19,9 Grad Plato, also fettester Doppelbockbereich, und das Ganze resultiert dann in 8,9 Volumenprozent Alkohol. Pilsener Malz, Pale Ale Malz und Weizenmalz, vermutlich für die Weichheit. Und ich würde sagen, das Ganze kann man jetzt schon langsam mal angehen. Ich zeige euch noch nur die Bottle Cap. Dann sollten wir noch einen Blick auf die Halsbinde werfen. European Beer Star 2019 in Silber hat dieses Bier noch geholt. Und ich mache es heute mal auf mit einem Auto, mit dem bin ich, das war meine erste Jugendreise, sind wir mit Freunden zusammen nach Amsterdam gefahren, ein BMW 1202. Und in diesem Fall ist es jetzt ein Matchbox-Auto. Übrigens, ja, da gehen auch die Türen auf, gell? Also, und wer nicht weiß, was das ist, Flaschenöffner aus Matchbox-Autos, finde ich super lustig bei Matchplops. Könnt ihr mal vorbeischauen. Mit ProbierTV als Rabattcode kriegt ihr die auch noch billiger. So, jetzt aber zurück zum Bier. Und weg von meinen Jugenderinnerungen. Ich glaube, Amsterdam damals ging auch nicht ganz ohne Bier ab. Wow. War aber tatsächlich das Schlimmste, was wir dort gemacht haben. Also nicht, dass wir jetzt eine schlechte Nachrede bekommen. So, was haben wir denn hier? Wir haben eine getrübte, hellere Bernsteinfarbe, zwei Finger breit Schaum von diesem wirklich feinen Schaum und haben schöne gleichmäßige Trübung hier in dem Bier. Oh, in der Nase kräftig gehopft. Zitrusnoten, vor allem so ein bisschen Limette mit dabei. Auch malzig. So eher die, das war Weizenmalz, genau. Da hat so eine leichte Weizenmalznote in der Nase. In diesem Sinne, cheers. Also 77 Bittereinheiten, die machen sich mal ordentlich Luft hier. Es hat aber auch einen intensiven Malzkörper, also da treffen jetzt zwei Welten aufeinander. Auf der einen Seite diese 77 Bittereinheiten, so richtig schöne, grasige, hopfenbittere. Es ist viel Karamell dabei, es ist ein bisschen Pinie dabei, es ist leicht harzig sogar, Zitrusfrucht. Hat sogar so eine schöne, leichte Hefenote. Aber auch sehr auf der fruchtigen Seite tatsächlich diese Hefenote. Toll vollmundig. Eher auch auf der trockenen Seite zu Hause. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so ganz versteckt ist der Alkohol mit 8,9 Volumenprozent auch nicht. Also der ist dann auch schön da, aber passt harmonisch dazu. Wir haben ein Imperial IPA. Darf auch nach Alkohol ein bisschen schmecken. Aber das ist schöner, kräftiger, mittlerer Körper. Sanfte, cremige Kohlensäure, auch von der Textur her. Tatsächlich so ein bisschen Cremigkeit in dieser doch relativ rauen Welt mit Harzigkeit, Pinie, Hopfenbittere, und das kratzt richtig schön. Ist für mich tatsächlich so ein richtig schönes Oldschool-IPA.
was eben jetzt nicht so auf dieser fruchtigen Welle schwimmt, sondern klare Struktur. Da ist der Hopfen, da ist so ein bisschen Zitrusfrucht, ein bisschen Limette mit dabei. Und dann geht es knallhart vorwärts. Und auf der anderen Seite halt eben so ein richtig schöner, fetter Malzkörper, der dagegen arbeitet. Der Hopfen wird hinten raus, für meine Begriffe, noch ein bisschen schärfer. Kommt aber auch ein bisschen mehr diese Zitrusfrucht nochmal durch. Und Alkohol ist auch nach wie vor präsent. Es ist toll bitter. Es ist einfach ein richtig, richtig schönes, klasse IPA. Und deshalb gibt es für das Kamba Imperial IPA von ProbierTV gibt's 4 von 5 möglichen Punkten für das Imperial IPA aus dem Hause der Kamba Bavaria aus Seon. Und das sind wirklich ohne Ecken, ohne Schnörkel, ohne viel Firlefanz. Das sind einfach richtig kräftig geile IPAs. Und ich muss fairerweise sagen, in letzter Zeit habe ich viel zu wenig davon gefunden, sondern das ist dann immer dieses... Ich muss ganz ehrlich sagen, so langsam breche ich so ein bisschen mit den New England und Hazy IPAs, weil es einfach eine Geschichte ist, die ist für mich so langsam aber sicher durcherzählt. Und dann freue ich mich auf solche Biere immer wieder. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch jetzt einen guten Rutsch, gute Nacht. Feiert schön, bleibt brav, verletzt euch nicht und vor allen Dingen bleibt gesund. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder. Ein Bier gibt es dann noch aus der Nacht. Das erzähle ich euch dann aber morgen. Und da ist was ganz, ganz Feines und Spannendes auf dem Programmzettel. Ich sage, wie gesagt, danke fürs Zuschauen in 2020. Wir sehen uns in 2021. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.